Also Grundies, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Horror-Einteil. Und heute fangen wir mal an, ein paar der richtig schönen Cry of Fear-esken Klassiker mal wieder zu spielen. Grey habe ich tatsächlich nie auf meinem Kanal hochgeladen. Das ist eine Half-Life 2 Horror-Mod von 2012, also sehr alt und ist sehr Silent Hill Cry of Fear-esk inspiriert, hat sehr ähnliche Ästhetik, sehr ähnliche Story-Stränge und alles in der Richtung. Ich meine, es geht 1 bis 2 Stunden. Ich habe es damals, ich glaube bei Markiplier, also PewDiePie, ich glaube bei Markiplier habe ich das gesehen, so 2012, 13 um den Dreh. Ja, 12, es müsste eher 12 gewesen sein. Und holy shit, ich habe nur eine Erinnerung, dass es unglaublich spooky war und teilweise extrem kranke Scares hat. Ich weiß nicht, ob es wirklich so gut gealtert ist, wir werden sehen. Wir schauen es jetzt mal aus der heutigen Perspektive, der heutigen Horrorerfahrung an. Aber ich meine, es war ziemlich geil. Ich hatte immer im Kopf, dass das Spiel so 4-5 Stunden geht, aber anscheinend ist es ziemlich kurz, eine Stunde circa anscheinend. Angeblich müssen wir uns auch zweimal durchspielen, das richtige Ende zu bekommen. Wir gucken erstmal, wie es ist. Ich bin gespannt. Ich meine, es war auch ähnlich wie Cry of Fear ziemlich fucking schwer, was ja Fate of Monsters, Cry of Fear und dass sie alle ziemlich gemeinsam hatten, dass man, dass der Schwierigkeitsgrad schon ein Teil des Horrors war. Aber okay, ihr seht schon von der Ästhetik, es ähnelt den anderen Spielen sehr. Okay, wir springen rein. Ich bin sehr gespannt. Was habt ihr für Getränke da? Ich habe einen Tee. Wir springen rein. Let's go. Ja, ich bin mir sicher. Ich kann nur normal spielen. Okay. Hat das was mit der Story zu tun? I'm not sure. Ich hab's einfach im Ladescreen. Okidoki. Alright. Eine sehr schöne Wohnung, die du hier hast. Es ist sehr dunkel. Soll ich ein bisschen heller machen oder ist das sogar so gedacht? Ich weiß nicht. Lass uns erstmal. Das ist normal. Das ist sehr normal. Okay. Fucking hell. Das wird sehr schnell sehr normal hier drin. Okay, gut. Das soll das so sein, ne? Great. Oh, ich kann mich noch so ganz bisschen hier dran erinnern. Wirklich ganz bisschen nur noch. Hallo. Ah. Wie schön. Was steht da? What? Was? My little Anita. No. Was ist mit deiner little Anita denn passiert? Will ich das wissen? Maybe? Ich kann nicht sprinten, ne? Nein. Okay. Was hast du getan? Oh, ich habe nur so ein ganz bisschen der Visuals im Kopf. Aber Story und so, keine Ahnung mehr. Das hat ein bisschen was von so einem Nightmare-Haus, ne? Home. Okay. Okay. Ich dachte, das wäre ein Arsch. Ich dachte gerade, da hängt ein fucking Arsch von der Wand. Okay. Never mind. Und mir gefällt das Monster-Design sehr. Good shit. Jesus. Okay. Sehr aufwendiges Umgebungsdesign. Das gefällt mir. Das. Okay. Falsche Reihenfolge? Müssen alle gewesen sein, oder? Nope. Du noch. Ja, okay. Das war's. Great. Was ein schwieriges Puzzle, meine Freunde. Zum Glück haben wir das geschafft. Ist das ein Spiegel? Ja. Aber irgendwie sieht sehr komisch aus. Sind es wirklich Spiegel oder ist das irgendein anderer Effekt? Weil das wirkt nicht, als ob es wirklich spiegeln würde. Das ist sehr komisch. Okay, hallo mein Freund. Ich hoffe, euch geht's gut.
Ja, man merkt schon, das ist die Ära Afraid of Monsters Cry of Fear. Von den ganzen Effekten der Ästhetik ist das sehr inspiriert. Aber ich liebe den Style, deswegen, I don't mind. Gerne mehr hiervon. Gerne fucking mehr hiervon. I like it. Oh Gott. Es hatten die Games aber irgendwie damals alle an sich, dass sie so mit einer Albtraumsequenz angefangen haben, oder? Ja, mein Kopf hat wehgetan, meine Hände haben automatisch funktioniert, haben sich die ganze Zeit selbst gerieben, ohne dass ich es mitbekommen habe. Langsam hat der Donner in meinem Kopf dann aufgehört, so rumzudonnern. Die Bar war leise, komplett still sogar. Hat sie etwa geschlossen, in dem Moment, wo ich kurz im Bad war? Ich konnte nicht mehr auf die Zeit achten. Okay. Ich musste zurückgehen und rauskriegen, wo alle hingegangen sind. Zurück in die Normalität kommen. Also es war gerade eine Albtraumsequenz, die stattgefunden hat, während wir auf dem fucking Klo gesessen haben. What? That makes no sense. Oh, hallo. Ich muss sagen, das erinnert mich ein bisschen. Also, wie gesagt, ich habe das Spiel letzte Mal vor 8 Jahren gesehen. Ich habe es nie selbst gespielt. Die Ästhetik erinnert mich an so eine Mischung aus Fahrenheit, Max Payne und Afraid of Monsters und sowas. Ich meine, es waren wahrscheinlich auch die Games, die man damals als Inspiration genommen hat dafür. Wow, I'm sorry. Ich habe einen von Anitas Puppen gefunden. Will ich alle davon finden? Ich kann es probieren. Das wäre nice. Was ist das hier bitte für eine scheiß Bar, Alter? Sehr gemütlich. Ist hier was drin? Nope. Jesus. Sehr gemütlich hier drin. Dieses komplette Fehlen von Musik, ne? Sehr strange. Where is everyone? Did they close up? Das stimmt. Moment, ich muss das Spiel ein bisschen. Sehr fucking leise, Mann. Kopfhörer, Untertitel. Ja, auch mal Dialoge. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hiermit. Klingt besser. Okay, figure out where everyone is. Werde ich probieren. Kann ich das nehmen? Eine fucking Waffe. Nein? Okay. Dann halt nicht. Oh, ja. Also teilweise ein paar der Sachen, die ich hier sehe, ich erinnere mich wieder dran. Okay, gucken wir erstmal in der Bar. Alle verschwunden. Das ist doch schön. Ich nichts mitnehmen hiervon. Kein Bier hier trinken oder so? Nee? Das ist eine sehr komische Bar, muss ich sagen. Warum ist hier so eine riesen freie Fläche in der Mitte? Das wäre ein Club, oder? Obwohl, vielleicht bin ich ja in einem Club. Vielleicht soll es ein Club sein. So ein Mischding. Ein bisschen was von beidem. Okay, hier ist offensichtlich niemand. Kann ich raus? Wahrscheinlich nicht, ne? Probably not. Nope. Okay. Dann gehen wir mal den einzigen Weg, den es entlang geht. Hallo. Maintenance. Okay. Ich schätze, ich muss später nochmal hin. I don't remember. Freezer. Oh, this is disgusting. I'm never eating here again. Okay. Gute Idee. Gute fucking Idee. Hier ist irgendwas hinter, oder? Nein. Nope, nichts dahinter. Okay. Scheint so ein bisschen fear-mäßig zu sein, dass immer wenn irgendwas Übernatürliches oder Komisches passiert, kriegt man so einen kleinen Effekt auf dem Screen. Will ich hier rein? I don't know. Guten Tag. Backdoor is locked.
Maybe the keys are in the office. Wahrscheinlich nicht. Moment mal. Ich habe eine so unglaublich hohe Framerate. Ich glaube, es ist besser für euch, wenn ich Virtual Sync aktiviere. What did I do? Ist alles fine? Am I okay? I am okay. Okay. Ja, scheint ein bisschen smoother zu sein. Okay. Hey! Massive Attack Album. Das ist doch schön. Okay. Was ist denn hier flammable? Was denn? Hier ist nix. Die Fresh Potatoes? Verbrennen die leicht? Oh! Okay, das war random. Habe ich vorhin schon mal sowas gehabt, was ich nicht aufgemacht habe? Ich hätte nicht gedacht, dass es aufgeht. Aber okay. Ist hier was hinter? Will ich da reinspringen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Okay. Gehen wir hier rein. Storage. Das geht nicht auf. Na gut. Hier wollen Schlüssel sein, ne? Meine ich. But where? Hier unten drin kann ich so. What? Wo? Schön, wir haben Schlüssel gefunden. Alright. Den nehmen wir mit. Ey, dieses komplette Fehlen von Musik, ne? Das macht die Atmosphäre schon überraschend strong. Ich habe auch keine Erinnerung mehr dran, wo hier Scares waren oder irgendwas. Ich schätze, wir werden es rauskriegen. Wofür war der Schlüssel nochmal? Für irgendeinen Raum hier nebenan, ne? War das hier drin? Eben hat vorhin nicht aufgepasst. Ich glaube, es war hier. Ja. I feel like I should go to the repair shop. Might be someone there who can help me. I hate it, but the service tunnel under the house is the shortest way there. Das ist der erste Ort, den du als Lösung siehst, wo man dir Hilfe besorgen könnte. Okay, wie du meinst. Oh, ich lieb's, ne? Das ist genau das Feeling, was ich immer meinte in Cry of Fear und so. Dieses in der europäischen Stadt nachts aus dem Fenster gucken. Ist genau dieses Feeling wieder. Ist großartig. Wie alle diese Spiele genau das gleiche Feeling versuchen zu bewirken. Ist so gut. I love it. I love it. Okay. Das geht nicht. Schade. Okay, ist das der einzige Weg? Maybe. Okay, kann ich hier durch? The fuck? Ist hier irgendwas drin? Warum bin ich hier? Sehr seltsam, okay. Ich weiß gar nicht, aus welchem Land das Spiel produziert wurde. Ich meine, Cry of Fear, der Macher war ja ein Schwede. Das hier klingt von der Vocalization ein bisschen ähnlich. Ich glaube auch irgendwas Skandinavisches oder so. Aber ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Es ist so lange her. Ich habe Greyhead auch nur einmal gesehen. Fuck, someone jammed the lock. I'll need to cut it off. Das könnte was. I'll find something useful in the tool shop down the alley. Es klingt europäisch auf jeden Fall. Okay, Tool Shop. Meinst du hier drin? Das ist ja schön. Guten Tag. Achso. Ich dachte, ich habe irgendwo draufgetreten. Würdest du das nicht vielleicht mitnehmen? Das ist ein Werkzeug, was funktionieren könnte. Just saying. Okay. Excellent. A bolt cutter. Very excellent. Ist hier sonst irgendwas? Nope. Ist hier noch irgendwas? Aha. Boss sent me here to get some replacement drill bits once. Okay, also du hast hier in der Nähe gearbeitet. Deswegen fühlst du dich hier. What the fuck? Bridgel Burger. Mmm, lecker. Okay. Sonst scheint ja nichts zu sein. Du sollst nicht damit gegenschlagen. Du sollst es aufmachen. The fuck? Hä? Wait, what? Das klingt, als ob du irgendwie die Story skippen würdest, was? Die Notiz auf dem Boden hat mich dazu gebracht, stehen zu bleiben. Es schien so unschuldig, aber irgendwie wusste ich, es wär für mich gemeint. Es wurde dort platziert und hat auf mich gewartet. Okay. Der Brief hat nur einen Tipp gegeben, eine Adresse in Block 12. Okay, aber die kursive Handschrift schien
schien auf unheimliche Weise bekannt zu sein. Hat das irgendwas hiermit zu tun? Oder sind das einfach random fucking Loading Screens, die nichts hier mit der Story gerade zu tun haben, einfach auch ein bisschen Atmosphäre erschaffen wollen? Weil hier wurde gerade irgendwie nichts erwähnt davon. I'm confused. Okay, whatever. Ich schätze, er wird noch was erwähnen. Hallo. Oh, I hope this flashlight has batteries. Das wäre gut. Habe ich denn endlich Batterien? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ach du Scheiße. Das wird ein fucking dunkles Spiel, ne? Okay, ja, great. I'm going to love this. Das glaube ich dir. Okay, Batterie, great. Ich weiß nicht, wo ich meine Batterien sehe. Everyone is just fucking gone. I should go to the car repair shop. My boss should be there. Ja, auf jeden Fall. Der wird auf jeden Fall da sein. Don't worry. Wo soll der sonst sein? Okay. Kann ich hier rein? Ist eine Schule? Ich glaube, es ist eine Schule. Ja. Warum? Wieso liegen solche Sachen hier drin? Okay. Ich will drüber springen, Mann. Come on! Fuck you. Okay. Das eine Auto, was hier steht, natürlich. Okay, da muss wahrscheinlich gleich rein. Was haben wir hier? Last year, when I got out of the halfway house, the streets were much cleaner, but now... Ja, sieht nicht so gut aus. Jetzt sieht nicht so schön aus. Do not block door. Okay. Das geht nicht. Das geht auch nix. Do not park here. Okay. Geht sonst irgendwo weiter? Ich glaube nicht, ne? Nee, ich meine, das ist der einzige Weg. Da ging es nicht weiter. Hier wahrscheinlich auch nicht. Nope. Nope, nope, nope. Okay. Hopp, 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 hopp. Ding jetzt hier an. Findest du nicht komisch, dass hier nirgendwo auch nur ein Mensch siehst oder so? Ist nicht komisch? Sag mal was dazu. Ich meine, ich weiß, everyone is just fucking gone. Aber noch irgendwas? Warum sollte denn dein scheiß Chef da sein, wenn alle anderen weg sind? Okay. Ich habe mal Hoffnung mit dir. Bestimmt steht er einfach da. Hey, was geht? Du bist auch noch hier? Leider am Feiern. Okay. Es gibt nichts zum Einsammeln oder so. Also nirgendwo. Ich habe ganz am Anfang die eine Puppe gefunden. Und seitdem nichts. Und ich suche eigentlich gefühlt ziemlich viel ab. Das sind einfach sehr viele leere Räume. Strange. Aha, okay. Hallo? Okay. Was meine ich? Einfach ein Raum mit nichts drin. Nice. Sehr, sehr gut. What the fuck, man? War das? Das ist die Notiz, die er eben erwähnt hat. Okay, Foreshadowing. Was steht da? Through Block 12? Ja. What the hell? Through Block 12? Das ist, enough to leave bloody notes all over the place. Das ist eine passende Reaktion darauf, muss ich sagen. Okay, wo ist Block 12? I don't know. Hier? Hier ist Storage. Hier war gar nichts drin. Oh, die Türen, ne? Hallo?
Okay, hi. Dazu sagst du nichts? Das ist ganz normal? Okay, Dude. Okay, meine Aufgaben sind genau das gleiche. Okay, dann suchen wir mal Block 12. Ich dachte, da steht jemand. Fuck. Wo ist denn der Apartment? Heißt das hier Block 12? Nö. Keine Ahnung. Hier durch? Oh, noch bitte nicht hier. Maintenance. War ich hier schon drin? Oh, fucking. Ah doch, ja, hier war ich. Hier war ich drin. Okay, wo ist... Wo ist denn der Wohnteil? Ist das hier der Wohnteil? Ich hoffe nicht. Oh Gott, great. Okay, wir wohnen im besten Viertel, ja? Die Musik wird ein bisschen... Ich muss mal ein bisschen lauter machen. Das Spiel ist wirklich sehr, sehr leise. Ich hoffe, ich erinnere mich dran, dass ich die Lautstärke im Video anpasse, je nachdem. Das ist am Anfang sehr leise und am Ende sehr laut. Ich werde versuchen, dran zu denken. Wenn nicht, dann ist alles wie immer. Freut euch drauf. Okay. Great. Das lockt, er kennt das nicht. Okay. Mom? Mom? Wie denn Mom? Okay, Dude. Das war einfach eine Frau. Mit Haaren. Nicht jede Frau mit Haaren ist eine Mom. Ist ein Komplex oder so? Was ist das für ein Raum? Okay. Ich möchte gehen. Jesus. Ah, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Eieieiei. Hi. Okay. Ich nehme es zurück mit dem unkommentiert lassen. Es passt gut dazu. Es passt sehr gut dazu. Es gibt sehr schnell wieder diesen Cry of Fear Vibe, wo der Charakter selbst dann irgendwie komplett out of it wirkt. Sind wir da? This key is labeled for the back exit. I've got to hurry. Warum musst du dich beeilen? The fuck are you talking about? Okay, die Atmosphäre ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Wo ist der Back-Exit? Nicht hier, ne? Bin ich da durch oder so? Nein. Da war ich eben. Ist das der Back-Exit? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Welche Tür? Von da, wo ich gekommen bin? War hier noch eine Tür? Die hier? Ja. Okay. Okay, ich glaube, ich sollte das da unten nicht lesen, weil das spoilt irgendwie die Story, die in dem Kapitel passiert, das man gerade spielt. Ein bisschen strange ist. Also quasi Zusammenfassung für das Kapitel, wo man gerade drin ist. Wahrscheinlich ist halt so gedacht, wenn man stirbt, dann sieht man das nochmal oder so. Ich kann mich an den ganzen Anfang hier überhaupt nicht erinnern, muss ich sagen. Ich hatte es komplett anders in Erinnerung. Aber bis jetzt gefällt mir das sehr gut. Kann ich drauf springen? Nee. Sehr hell. Nope, geht gar nicht. Okay. Great. Okay. Back in Cry of Fear, Boys. Jetzt mal alles vermöbeln. Kann ich was kaputt machen noch? Okay, Police-Landing ist natürlich immer sehr gut. Okay, tschüss. Aus der Existenz gelöscht, Alter. Okay. Okay, was haben wir hier?
Tag. Oh, okay. Hier kann ich nicht draufspringen. Kann hier ein bisschen weiterspringen? Nee, anscheinend nicht. Okay. Eieiei, das wird nix. Ach du Scheiße. Okay, es ist sehr dunkel. Wo sehe ich meine Taschenlampe eigentlich nirgendwo? Also bei meiner Batterie. Ich habe nach unten geguckt und dachte, die scheiß Flaschen da wären Füße von wem der genau in dem Moment erschienen ist. Fuck you. I really don't think I should be here. Sehr korrekt. Sehr, sehr korrekt. Die Atmosphäre ist sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich fühle es sehr. Oh, jetzt bin ich in so einer Ecke, hier habe ich Angst, irgendwas hinter mir erscheint. Weil das ist halt noch die Ära von wirklich brutalen Jumpscares ohne irgendein Mitleid. Davon könnte ja was kommen. Okay. Okay. Schöne Geräusche. Schöne Geräusche. Ist hier irgendwas? Oh, den kaputt machen. Da ist irgendwie nie was drin, ne? Oh mein Gott. Guten Tag. Aha. Der gefällt mir nicht. Der gefällt mir nicht. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Good shit. Okay, wo muss ich jetzt hin? Okay, du bist noch da. Wo kann ich noch sonst hin? Hier geht's doch gar nicht weiter, oder? Okay. Not bad. Gute fucking Idee. Aber das Problem ist jetzt trotzdem, ich habe doch gar nichts bekommen da unten, oder? Ich muss doch irgendwie hier weiter. Da oben muss ich drauf. Das habe ich schon gerafft. Aber, okay, von da. Von da. Von hier, von da. What? Von da? Ich glaube nicht, dass das der Weg ist. Okay, ich muss irgendwo da drin wahrscheinlich auch mal gucken. Aber irgendwo kann ich da durchschlagen? Nein. Okay, ich muss irgendwie von da rein. Oder muss ich da raus? Vielleicht ist auch der Weg, der weitergeht. Vielleicht muss ich da rein. Das scheint eher zu sein, weil ich glaube, ich kann nicht nach oben springen, die Distanz. Es muss irgendwas hier sein. Okay. Zurück zu den netten Puppen. Guten Tag. Ah, okay. Okay. Alles klar. Ein falscher Weg, ein richtiger Weg. Was ist da hinten? Ich würde gerne jeden Weg mir einmal ansehen. Okay. Great. Okay. Oh, ich hätte jetzt hier eine von den Puppen hingestellt, die so reinguckt oder so. Oder die mir hinterher krabbeln, wenn ich mich umdrehe. So hinterher am Krabbeln, aber sich nicht halt bewegen, sondern in Bewegung sind. Als ob sie mir super schnell hinterher gekrabbelt wären. Oder vielleicht hört man sogar einen Metallsound hinter sich. Man dreht sich um, dann hängen die halt so halt, kam 2-3 Meter hinter einem. Das wäre sehr gut gewesen. Und da können wir auch nicht mehr zurückgehen. Das würde ja gleichzeitig davon abhalten, einen falschen Weg zu laufen. Das wäre sehr cool. Okay, da geht's weiter. Ja, ist genauso, wie ich dachte.
Ja, schon. Okay. Ich traue dem Weg nicht. Ich glaube, ich muss hier lang. Und das... hier ist ein Riss drin. Okay. I don't know. Ich habe das Gefühl, dass hier wäre eingebrochen. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, es wäre eingebrochen. Da wären niemals so zwei Wege gewesen. Oder? Okay. Hier runter. Okay. Okay. Das wird sehr unangenehm langsam. Fuck, ey, die Wege, Mann. Jesus. Leck mich doch. Okay. Ich hab keinen, wo ich lang muss. Exit. Looks like I found the way out. Yeah, no, you didn't. Close the building for the working hours. I don't want strain. Okay, ich hab das Gebäude geschlossen. Ich will nicht, dass hier fremde Leute rumlaufen. Wenn du. Okay. Wenn du wegen irgendwas das Gebäude verlassen willst. Oben auf meinem Locker. Okay, auf dem Schrank oben drauf ist der Schlüssel. The Caretaker. Got it. Sehr atmosphärisch bis jetzt. I like it. Okay. Also hier lang weiter. Man kann sich ziemlich leicht verlaufen hier, ne? Just saying. Sehr leicht zu verlaufen, ja. Nichts drin? Was sind das alles für Räume, Mann? Da ist auch nichts. Okay, da ist der Schlüssel. Ah, es passiert einfach nichts. Es ist so gut. Es ist so gut. Wirklich, dadurch ist einfach ein absoluter Scheißdreck passiert, ist die Stimmung so viel besser. Zumindest bis jetzt. Ich bin mir sehr sicher, es wird noch viel schlimmer. Aber ein richtig guter Stimmungsaufbau. Okay. Okay. Wo war das? Hier? Ich trau dem Weg einfach nicht mal. Okay. Nächstes Chapter, I guess. Bla 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 bla, I don't care, ich will's nicht sehen. Das sieht aus wie ein... Oh Gott. Irgendein U-Bahn-Weg. U-Bahn-Stations, whatever Ding. Eieiei. In was für eine Nachbarschaft lebst du eigentlich, dass das sowas normal ist, hier mal durchzulaufen? No more ducts or ich glaube, was du jetzt alles findest, wird viel schlimmer. Just saying. Mach dir keine Hoffnung, Kollege. Das ist schon sehr Max Payne-ig, ne? Finde ich. Düsteren Parts von Max Payne auch. Ich meine, das hier kam ziemlich gleichzeitig mit Cry of Fear raus. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich davon inspiriert werden konnte. Wahrscheinlich mehr Afraid of Monsters. Das kam ja 2010, glaube ich, oder so raus. Ich glaube, Afraid of Monsters hat so viele Games inspiriert. Super guter Soundtrack, ne? Super gut. Sagen muss. Nope. Hier ist Mom. Kein Geschehen. Cone's Bakery. Ja. Hallo, mein Freund. Okay. Sehr, sehr schön. Jetzt nix. Dass ich jetzt auch nur dieses Ding habe, ne? Es gibt mir ein gutes und gleichzeitig ungutes Gefühl. Ich glaube, ich werde sehr bald eine Pistole finden. Und dann geht es wahrscheinlich richtig los. Oh, hier geht es nicht weiter. Okay, dann unten. Dann halt unten.
Was hast du zu sagen, Kollege? All this trash is why the houses are so damn cheap around here. Welche Häuser? Das hier, ist das ein Haus? What? Fuck you. Da geht's nicht rein. Es gibt immer nur einen Weg, den man langlaufen kann, ne? Also wirklich verlaufen kann man sich wenigstens nicht. Oh Gott. Okay. Ist nicht schlecht. Warum sind überall hier Dinger? Ich kann doch gar kein Leben verlieren. Oh fuck. Okay. Oh, das ist schlecht. Das ist gut. Dankeschön. Fürs Aufmachen. Sehr nett von dir. Ah! Oh, 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 hallo. What the fuck was that? Ja, gute Frage. Ich hab's nicht mal gesehen. Ich bin verschrocken. Gute Idee. Sehr cool gemacht. Ich meine, man erschreckt sich nicht unbedingt, aber Kleinigkeit. The Riddlers are coming. Oh. Wer sind denn die Riddlers? Will ich das wissen? Fuck. Mhm. Okay. Ah! Ein Pistolenclip. Great. Fucking great. Krieg ich meine Pistole? Fucking hell. Okay. Alright. Okay. Why didn't you listen to me? I'll take care of Garrett. Why don't you come back? What the fuck? What the fuck? Okay. Okay. This seems good. Das ist, scheint alles sehr gesund und gut zu sein hier. Richtig gut. Okay. Achso, ich muss das drücken. Da war ja was. Ich taste das automatisch. Hm? Wo bin ich gekommen? Von da? Ich glaube von da. Okay, wir haben auch nie was dazu sagen. I finally made it. Ah. Wo bist du denn jetzt? Was hast du denn geschafft? Wohnst du hier? Sieht sehr gemütlich aus, Kollege. Freut mich für dich. Oh, ja. Okay. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe irgendwas gemacht. Scheint gut gewesen zu sein. What the fuck war das? Wieso habe ich den kompletten Strom mit drin ausgeschaltet? Oh. Oh. Great. Hab ich mein... Ich glaube, ich jetzt Licht nicht ausschalten sollen. Holy shit. Handwriting. It couldn't be her. I don't have a choice, though. I have to follow it. Was soll denn? Come home, honey. We have to talk about this. Okay. Werden wir machen. Werden wir machen, Kollege. Okay. Alter, okay, jetzt habe ich viel freies Gebiet hier auf einmal. Okay, was war da hinten? Wo das Vieh herkommt, es muss irgendwas gewesen sein. Was ist das? Pillen und Bandagierzeug? Was mache ich damit? Achso, ich kann das nur nehmen. Okay. Was heißt das unten, die zwei? Dass ich zwei Magazine übrig habe oder dass ich zwei Schuss übrig habe? I do not know. Ah, ich kann so reinnehmen, das ist gut. Okay. Da war ich eben. Hier war ich eben. Okay, also ich muss einfach da weiter hier, ne? Oder war hier irgendwas drin noch? Nö. Okay, great. Great, great, great. Es wird fucking dunkel jetzt. Das gefällt mir doch gut.
Okay, nimm eine Pistole mal in die Hand. Gott, damit man so wenig Platz immer vor sich, ne? Das sind so oft so super enge Ecken. Oh mein Gott. Ah! Jesus. Okay, kann ich irgendwie gucken, wie viel Munition ich noch hab? Ich glaube nicht. Das ist schlecht. Fucking hell. Okay, dann bandagieren hier. Da kann ich nicht weiter. Fucking hell. Das wird nicht spaßig hier. God, this is so fucked. Das ist true. Ich gebe dieses. Ach du Scheiße, Mann. Das ist Level-Design aus der Hölle. Guck dich das mal an. Fuck. Ich will da nicht rein. Okay. Fuck, ne. Ich lad nach. Jetzt habe ich keinen Schuss mehr übrig. Fuck. Eieiei. Eieiei. Ah. Okay, okay. Sehr wenig Ammo. I get it. Irgendwas drin vielleicht? Ich bezweifle stark. Mhm. Ah, also mein Licht wird dunkler, wenn ich weniger Batterien habe. Okay. Immerhin geht es nicht komplett aus. Da ist Leben. Was ich irgendwie nur nehmen kann, wenn ich das Ding nicht in der Hand habe. Doch, geht doch. Okay. Eieiei. Die macht ja ultra viel Damage. Okay, ich sollte die Heiliger nicht sofort nehmen. Das war schlecht. Fuck. Hab ich Ammo? Keine Ammo, ne? Nope. Okay. Jetzt geht's los. Ich merke schon. Nope. Okay, kann ich im Notfall drauf springen? Was ist da? What the f... Okay, Dude. New Door. Okay, ich kann Sachen... Ich schätze mal, ich kann damit Türen aufbohren. Das ist ja wirklich eine... Das ist eine Hardcore-Horror-Game-Waffe. I like it. Das gefällt mir. Ich bin fast tot. Das ist nicht gut. Kann ich speichern? Ja, kann ich. Ich glaube, ich sollte mal öfter selbst speichern. Das wäre vielleicht ganz gut. Hier? Ja. Okay. Okay. Eieiei. Okay, ich glaube, ich hätte drin wahrscheinlich nur irgendwo Ammo oder sowas finden können. Aber ich habe direkt die Tür genommen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Das ist jetzt auch nicht... Ach du Scheiße, mit der Maus passiert. Okay. Fuck. Ich habe so wenig Batterie mit dem Ding. Ich habe so wenig Leben. Kann ich quicksaven eigentlich? Weiß ich nicht. Ich glaube. Habe ich hier quicksaved? Scheint nicht so. Ich hätte irgendwo drauf springen. Alter, wie die sich bewegen, ne? Okay. Alter. Warum hältst du dich nicht? Ah. Gedrückt halten. I get it. Geht nicht mehr? Das war's? Okay. Richtig toll. Jesus. Das spielt eine sehr gute Atmosphäre.
Das gefällt mir gut. Ich bin ziemlich happy, dass ich ein bisschen gewartet habe, um zu spielen. Also nicht, dass ich direkt am Anfang gespielt habe damals. Ich glaube, damals hätte ich es nicht ganz so appreciated. Die vier sind. Aua. Alter, man, Damage. Auf Wiedersehen. Okay, ist hier irgendwas? Ey, die Sounduntermalung ist 1A. Richtig, richtig gut. Dieses Klingeln, Mann. Das ist so richtig uneasy, das Ganze. So ein Jumpscare. Mal dann. Okay. Hält's auch nicht weiter. Damit ultra wenig Strom nur noch. Ich glaube, das soll ich erstmal behalten. Just half an hour more. Okay. Ist auch die Spieldauer, die es noch dauert? Okay. Hier. Okay, anscheinend nicht. Oh, fuck you. Tschüss. Hier ist nicht mal was drin oder so. Einfach nur bestraft. Ah, du Wichser. Okay. What the fuck sind das für Viecher? Sind das fucking Geister? Alter, das spiegelt ein richtig gutes Gefühl von purem Stress und gleichzeitig diesem Psychoterror. Man muss gefühlt einfach die ganze Zeit in so einem Tempo bleiben. Dass man nicht umgelegt wird von den Viechern. Richtig gute Atmosphäre. Ich weiß nicht, was das war. Batteriehilfe? Nee. Für mein Licht einfach mal. Okay, komm her. Ich erwisch die halt überhaupt nicht. Okay. Fucking. Jesus! Okay, ist einfach Schuss, die ich noch ab. Okay, 12 Schuss hier drin. Okay. Okay, der Kampfaufbau ist wirklich sehr Fright of Monsters inspiriert. Mit sehr unfairen Kämpfen und sehr schnellen Reaktionen, die man braucht. Aber es gefällt mir. Es passt sehr gut zu so einem Horrorgame. Aua. Okay. Ich brauche irgendwas zum Heilen. Ich sollte die Pistole nehmen. Okay, da war ich eben. Ich speichere nochmal. Nein, nicht New Game. Nein. Das nicht. Das muss nicht sein. Hey, what the f. Hier ist nichts drin. Aha. Das hat mich nicht mal voll geheilt, die Scheiße. Are you kidding me? Das war nicht mal worth it. Wait, war nicht eben noch ein Weg weiter? Ich dachte, war eben noch ein Weg. What the? Ah, okay. Okay, also doch unten weiter erstmal. Ich merke schon. Sehr gut. Ich freue mich. Was ist hier unten noch so? Barrels. Eine schöne PewDiePie-Anspielung. Von die 12. Sehr schön. I like it. Okay. Was könnte hier noch sein? Hier in der Ecke irgendwas? Nein, da war das.
Hier war das Heal-Zeug, meine ich. Hier war das. Ging es nicht weiter. Hier war nur das Zeug. Hä? Komm, geh durch. Don't fuck on around, okay. Ich weiß nicht genau, wonach ich suche. Ist das vielleicht jetzt der Weg nochmal anders wieder? Nein. Muss ich hier drin irgendwas ändern? Kann ich nichts machen. Ne, es muss irgendwas da unten sein. Irgendwas da unten. Ah, wahrscheinlich könnte ich irgendeine Wand durchbohren oder so wieder. Kann das sein? Das könnte es tatsächlich sein. Die Sounds, Mann. Der Raum war vorhin nicht da, oder? Ist das der gleiche Weg hoch jetzt oder ist das ein anderer? Ne, ist der gleiche. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Was fehlt mir denn? Da war ich eben drin. In Barrels kann ich nichts machen. Ist oben irgendwas? Nö. Nope. Hier ist auch nichts. Das muss irgendwas hier sein oder so. Nee. Hier ist doch nicht mal was. Oh, hallo. Ohne Vanitas Dolls. Okay, die sehen jedes Mal anders aus. Sehr schön. Schauen wir zu. Ich bin verwirrt. Oh, ich musste die alle kaputt schlagen? Why? Hast du da irgendwas verändert? Oder ist gerade nur mein Licht dunkler geworden, genau in dem Moment? Das kommt mir gerade sehr seltsam vor. Die Musik hat sich auch verändert, oder? Oder drehe ich durch? Okay. What the fuck is going on? Was ist das hier überhaupt auf dem Boden? Okay, irgendwas übersehe ich. Wait, what? What? Okay, good shit. Good shit, aber was war das gerade? Heilige Scheiß, bin ich jetzt verwirrt. Okay, ich gehe einfach mal raus. Ich gehe einfach mal raus. Eieiei, Middle Anita. Mom and Dad. Da. Ich weiß es nicht. Ich schätze, unsere Tochter ist gestorben und dann haben wir uns irgendwie, keine Ahnung, distanziert und wir sind durchgedreht und die Mutter hat sich umgebracht oder irgendwas komisches. Oh Gott. Hi. Ich liebe die Sounds im Spiel. Die sind so gut. Die sind so fucking gut. Okay. Ich weiß nicht, ob ich eine Pistole in die Hand nehmen will. Dann erschrecke ich mich und dann schieße ich aus Versehen und nicht gut. What? Okay. Help. Okay. Hallo. Thank you.
Das ist doch schön. Das ist doch was Schönes. Oh mein Gott. Das ist hier auf der anderen Seite. Hi. Home. You have to finish something. Wenn ich entwickle, werde ich irgendwas versteckt. Wenn man zu oft probiert. Nee. Okay. I get it. Not gonna happen. Ist das die scheiß Leiche von meiner Tochter oder was? Jesus, okay. Okay, ich muss ihre Körperteile finden von der Puppe in Anführungszeichen plötzlich. God damn it. Okay. Aha, was kommt hier? Wer wird? Ich weiß nicht. Okay, eins ist falsch. What the? Woher soll ich denn den Code wissen? Ist hier ein Code gewesen? Vielleicht erstmal hier lang? Care about myself and others. Okay. It was not an accident. Okay, nicht unbedingt die passende. Aua! Nicht unbedingt die passende Waffe dafür. Boah, die Sounds sind so gut. Immerhin das schon mal. Das ist ein Anfang. Habe ich unendlich Munition mit der Shotgun? Okay. Ich glaube, ich habe unendlich Muni mit dem Ding. Das ist einfach nur zum fürs Ende gedacht oder so. Eieiei. Kann ich hier straight durchlaufen? Was war das? The fuck was that? Ah, ich hab das nicht. Gut zu wissen. Nicht unendlich Muni. Ja, aber ich hab, Tschüss, Doggo. Habe ich noch Muni damit? Ich glaube nicht. Wir nehmen das schöne Ding hier wieder. Ist doch auch was. Das ist doch auch was Schönes. Okay. Something is blocking the door from the other side. Gut. I must get in somehow. Nein? Das ist ein sehr befriedigender Sound, muss ich sagen. Okay, dann nicht. Okay. Okay, ausholen. Eieiei. Das Ding ist stark. Okay, ich liebe die Waffenauswahl in dem Spiel. Das ist großartig. Oh, hey. Okay. Warum ist die Musik jetzt komplett weg, Mann? Das Spiel ist so komisch. Und es gefällt mir so gut. Es gefällt mir so gut, ey. Okay. Ich habe keine Ahnung. Es muss irgendwas sein, was am Anfang mal vorkam. Was ist mit der... Okay, das ist nicht. Gut zu wissen.
Ich würde gerne zumindest das erste wissen. Vielleicht kann man irgendwie denken. Was könnte es denn sein? Also okay, ich... Das ist fucking schwierig, Mann. Ich habe vielleicht 911 oder sowas, aber... Das passt nicht wirklich. Nee, ich kann nicht so weit springen. Das kann gar nicht sein. Oder? Ich kann nicht wirklich weit springen. I don't know. Habe ich irgendeine Notiz bekommen, die... Habe ich andere Notizen noch? Where the fuck am I? I need to get home. Okay, ich habe keine Ahnung. Okay, ich kann nicht drüber springen. Es müssen eigentlich Sachen sein, die immer in der Nähe sind. Ich raff's nicht. Wurde irgendwo mal eine Zahl genannt? Im gesamten Spiel? Nicht wirklich, oder? Okay, ich geh nochmal zurück. Vielleicht ist irgendwas in der Mitte. Ah, Moment. Ah, okay. Okay. Ja, yeah, okay, I get it. Okay, also. Das ist das Ding in der Mitte, ne? Ja, Mitte. Geradeaus, geradeaus. Okay, ich sollte mir wahrscheinlich mal aufschreiben. Okay. Doch nicht so schwierig. Aber cool gemacht, die Zahlen sind scheißegal. Okay, also Mitte. Nee, gar nicht mit. Doch, Mitte. Mitte. Okay. Geradeaus. Beide? Okay, geradeaus. Geradeaus. Wie mache ich denn rechts damit? Rechts. Rechts. Geradeaus. Geradeaus. Links. Geradeaus. Geradeaus. Okay. Ist das die Mitte hier? Ja. Geradeaus. Geradeaus. Okay, meinst du jetzt das mit geradeaus gewesen? Ja. Geradeaus, geradeaus, rechts, rechts. Geradeaus, geradeaus. Links, geradeaus, geradeaus springen. Got it. Okay, ich habe nicht mehr viel Leben. Nicht schön. Das sieht schön aus. Ich traue der Scheiße aber nicht. Hier kommt gleich definitiv irgendein Gegner, oder? Hier kommt irgendein Gegner. Hallo? Wie sieht es draußen aus? Ganz schön soweit. Freut mich. Geht's nicht weiter. Okay. Wie? Ich bin nicht weg? Okay. Oh, die Viecher sehen so gut designt aus, ne? Liebe die. Oh, dass ich jetzt nicht wegteleportiert werde. Good shit. Hallo? Oh, die sind so kacke, die Viecher. Fuck you! Oh, die Hit-Detection von den Schlägen ist echt mies. Okay. Ich weiß nicht genau, wann ich das timen muss, mich treffen. Okay, das Ding kann ich aber erstmal vergessen. Das ist eh scheiße. Pistolenmunition noch? Okay, hatte ich. Gut zu wissen. Ich weiß nicht, wie viel ich habe. Ich kann es irgendwie nicht nachgucken. Ist nicht gut. Okay. Mann! Fuck you! Nein! Schlecht. Ganz schlecht. Okay, Moment. Fuck you! Ich weiß nicht, wie ich das timen soll. Ich dachte, dieses Männchen gehittet, aber anscheinend nicht. Gut, dann nochmal. Okay, ich nehme Pistole für den ersten. Bei dem fand ich super schlecht ausreichen. Der ist kacke. Ich glaube, zwei Schuss habe ich. Okay, du bist weg. Okay, für den kann ich das fette Ding nehmen. Fuck you! Junge! Schlag doch! Okay, wenn ich einmal gehittet werde, wird meine Schlaganimation abgebrochen. Gut. Gut zu wissen. Okay, die Waffe ist absolut trash. Die kann ich nur wirklich benutzen, wenn ich richtig viel Platz habe. Merke ich mir. So, du bist weg. So, ich speichere jetzt mal. Okay, die Waffenauswahl ist sehr unpräzise. Da kann man ja
Okay, einen Schuss müsste ich noch haben. Okay. Speichern wir nochmal. Oh, du Kacke. Okay, er hat mich trotzdem erwischt, aber ich ihn zumindest auch. Nicht nochmal Gegner. Oh, thank God. Okay. What? What is going on? Okay. Tschüss. Aua, okay, darf nicht rein. Au. Tschüss. Ich weiß nicht, ob diese Klingen mir wehtun, aber ich schätze schon. Ich glaube, soll ich nicht so stehen bleiben. Kann ich irgendwas antun? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss auf den Gegner umlegen, ne? Okay. Mit dem geht's ein bisschen besser. Ich merke übrigens gerade, ich glaube, ich hatte vorhin permanent volle Energie mit dem Ding. Ich habe es falsch rum gelesen. Es geht von rechts nach links leer und nicht andersrum. Was sehr komisch ist, aber... Ja, die Dinger sind so Müll. Ich hasse die. Kann ich irgendwas mit dem machen? Das sind mehrere von den Viechern hier auf jeden Fall. Ach, tschüss. Ich kann die einfach reinlaufen lassen. Oder? Munition wäre halt ganz cool. Oh, hey, Viecher. Ah! Kann hier was drin sein? Fuck you. Oh, okay, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Bringt das was? Scheint so. Tschüss. Okay, das Ding ist weg. Eins zumindest schon mal. Au. Fuck you! Fuck you! Okay. Okay, ich krieg manchmal Ammo. Ach, hier ist überall Ammo auf dem Boden. Ich sehe die einfach nicht. Okay, gut. Fuck. Oh. Okay, jetzt habe ich zumindest verstanden. Ich dachte, ich muss vielleicht ganz viel von denen umlegen, bis irgendwas anderes passiert. Aber anscheinend nicht. Gut, dann ist nicht so schwierig. Dann sollte man das ja schon mal hinbekommen. Habe ich eine Munition gerade? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe das Ding. Immerhin. Okay. Komm her. Okay, geht. Man kann doch ein bisschen ausweichen anscheinend. Da ist das hier. Tschüss. Okay, du bist weg. Wo ist das Vieh? Da ist mehr Munition. Munition ist gut. Ich kann die von Distanz einfach abknallen, ich muss nicht mehr in die Nähe gehen. Ah, deswegen die Schützen auch da, damit die halt so ein bisschen schützen. Die machen ja keinen Schaden, ne? Okay, geh mal weg. Tschüss. Okay, du bist auch weg. Au. Hallo. Dich wollte ich nicht abknallen, aber nett. Komm her. Tschüss. Okay, hier ist noch was drin. Ja, ist das drin gewesen. Komm. Good job. What? So. Okay. Warte nur. Aua! Können ich 15.000 von denen kommen? Wo ist das letzte? Was muss ich machen? The fuck, was ist denn machen? Einfach beleben? God damn it! Wo denn? Okay, irgendwas muss ich noch machen. Ich dachte, vielleicht gehört das dazu und ich muss mich von denen umlegen lassen oder ich muss irgendwie einfach kurz rumrennen, aber nö. Okay, kann ich erstmal die ganze Munition von den einsammeln?
Wirklich eine Sache, die alle Spiele in der Richtung gemeinsam haben, ist eine super schlechte Waffenauswahl. Muss man da sagen. Tschüss. Fuck you. Wo spawnen die denn immer? Okay, am anderen Ende meistens. Hi. Okay, du bist weg. Sterben Sie bitte. Tschüss. Du bist auch tot. Okay, alle weg. Die Dinger sind so schrecklich zu erwischen. Nope, 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 nope! Ey, es ist schon nur schrecklich. The fuck? Okay, irgendwo ist noch was. Oder? Okay, vielleicht diesmal. Nein, diesmal auch wieder nicht. Okay, dann nicht. Okay, das sieht diesmal ganz gut aus. Okay, komm her. Du bist weg. Okay, du bist auch weg. Okay, du bist da durchgesprungen, das ist gut. Tot. Kommt her, kommt her, kommt her. Okay, 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 okay. Na gut, na gut, na gut. Fucking. Okay, es könnte schlechter laufen. Okay, 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 okay. Okay. Nicht noch mehr, oder? Okay, speichern. Warum speichere ich hier nicht einfach mal? Das wäre vielleicht mal ganz smart. What did I do? What the fuck? I think I did what I could. This shit is dark. What the? Okay. We were so happy here. Starting a new life. A new life. A fresh beginning. Fresh beginning. Far away from the past. Just choose journey. Then the sickness came. I left you with so many questions. But now I can help you. You'll find the truth in the basement. Ja, ich dachte, hier ist der Basement. Ah, ja. Haben wir jetzt wirklich das getan, was ich denke, was wir getan haben im echten Leben? Das wäre. Okay. Hä, wo ist denn. Ich dachte, hier ist das Basement. Was soll ich denn finden? Ah, meinst du? Okay. Hey, hey, hey. Okay, okay. Ich dachte, es wäre der Endboss. Okay, es geht weiter. Das ist cool. Da habe ich tatsächlich nicht mit gerechnet. My head hurts. What the fuck? What up? Jesus Christ, okay. Ein bisschen heilen ist nicht schlecht. Okay, ich sollte ihn vielleicht mal speichern nochmal. Uiuiui. Ja, mir gefällt das Spiel sehr, sehr gut. What the... What the fuck? Hallo. Eieiei. Ein fliegender Kopf. Das ist ja schön. Haben wir eine Pistole? Ja, haben wir. Haben wir gerade relativ viel Schuss. Relativ Munition tatsächlich noch. Oh. Was eine schöne Tür. Open, but it has a strange hole. It must need a key. Probably. Was haben wir denn hier? Okay. Sehr schöne Räume. Da kann ich nicht durch.
Leben die Viecher haben, ne? Ich denke immer, okay, ist tot. Und dann doch noch nicht. Alright. Das Spiel ist überraschend hart. Also überraschend schwer von Difficulty. Aber wie gesagt, es haben ja alle in dem Genre irgendwie gemeinsam gehabt. Ich würde es gerne nehmen. Okay, wo kann ich denn dann lang? Nicht hier? Da ist irgendwas. Ja, ich würde sagen. Okay. Wie komme ich denn hier durch? Gar nicht hier? Okay. Sieht der Weg jetzt? Ja, okay, der Weg ist jetzt offen. Great. Okay. Hab ich Shotgun-Ammo? Nein, hab ich nicht. Damn, ey. Ich vermisse diesen 2012er Horror-Flair in modernen Spielen. Ich meine, klar, Vivo und sowas hatten das. Aber sehr selten mittlerweile, also diese Art von Horror-Game, diese Cry of Fear Art von Horror-Game. Sehr harter Shooter mit ultra-kranker Story und viel Horror. Ziemlich selten. Und klar, ab und zu sehen wir es noch, aber... wird immer seltener. Verstehe ich nicht, weil eigentlich waren die Games damals immer super beliebt. Oh, hallo. Wie wenig Damage macht die Waffe? Perfekt. Okay. Da geht's nicht weiter. Ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass das Spiel so lang ging. Ich hätte gedacht, der Bossfight eben wäre das Ende gewesen, aber anscheinend nicht. Nicht gut. Okay, ich glaube, dann können wir unterwegs sein, ne? Ja. Ich bin gespannt, was noch kommt. Ich finde es interessant, wie man teilweise Waffen bekommt, die man halt wirklich nur so dreimal benutzt und dann sind sie wieder weg. Wie die Schuss nehmen. Ich bleib so oft irgendwo hängen, ne? Okay. Was haben wir? Ach, ein Uzi-Ding. Okay. Schuss. Sehr viel. Aha. Ich bin so angespannt gerade die ganze Zeit. Oh, die Kacke. Okay, tschüss. Nix. Wir haben doch schon ein Messer. Okay, das ist ein besonderes Messer. It was so simple. Just take a knife and do it. Sure. Ow. Okay, gegen den soll ich nicht kämpfen. I get it. Tschüss. Okay, kein Blutspritzer. Nicht tötbar. Simple. Simple, simple, simple. Ich hab's geschafft! One-Shot! Eine Kugel. Anscheinend nicht. Okay, speichern wir nochmal. Moment. Oh, hey, hey. Eieiei. Ei, no, 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 no! Fuck you! Ich muss gerade dem Kumpel antworten hier. Okay, was hat mich angesprungen? Fick dich. Nicht nett. Echt nicht nett. Mein Licht war die ganze Zeit aus. Lol. Oh, Alter. Das Fliegen von denen ist so gut. Es ist so unangenehm und stresst einen so heftig. Ist richtig, richtig gut gemacht. Okay, wofür brauche ich das Messer? War hier irgendwas?
Ne, hier habe ich eben schon. Okay, ich gehe mal zurück. Nein? Was? Wofür kann ich das Messer denn gebrauchen? Verstehe ich nicht. Just take the knife and do it. Ach hier, da hier war da irgendwas, ne? Was bist du? Okay. Oh, das Monster-Design. So gut. Ach hier, die Haare, genau. Okay. Oh, afraid of monsters, ja? Patient 311363. I think this has something to do with my father. This record says something happened to him at Suzanne Cross Hospital. Okay. I have to find my father's records. Wie, ich muss jetzt auch noch ins Krankenhaus? Okay. Ey, das Spiel ist länger als ich dachte. I like it. Fällt mir sehr gut. Gehst du ins Krankenhaus rein, oder wie? This shit wird spooky. Da fahre ich im Auto. Ist ja nicht so, als ob die Welt hier total komisch wäre oder so. Ich fahre einfach die Langstraße. Oh, was ist da unten? Ah, ja, schön Grafikbug. Nice. Eieiei. Ah. Ich weiß nicht. Soll ich das da unten lesen? Ja, okay, anscheinend hätte ich es doch lesen sollen. Ich dachte vorhin, das wäre ein Spoiler für das, was als nächstes kommt. Aber ich glaube, es war jetzt auch nicht so schlimm, dass ich es noch nicht gelesen habe bis jetzt. Okay, dann mache ich hier kurz einen Break, weil ich dachte, das Spiel wäre viel kürzer. Aber dann freue ich mich sehr drauf. Und wir machen hier gleich weiter, meine Freunde. Hol dich was zu trinken und zu essen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zurück. They must be in here somewhere. Dazu. Okay, ich bin... Shut the fuck up. Okay, schlag dich halt. Sehr schön. Alter, ich bin mir nicht genau sicher, was da eben passiert ist. Haben wir, soll das wirklich da, haben wir unsere fucking Tochter mit einem Bohrer umgelegt? Und das ist die tatsächliche Story, die hier passiert ist? Und ich bin verwirrt. Aber es ist sehr weird. Archives. Third floor. Okay. Das ist ein sehr großes Level hier anscheinend. Ich meine, ich habe die Zeichnung überall gesehen. Das ist doch immer die Frau, die ich sehe. Okay, was haben wir für Waffen? Wir haben gerade nicht viel. Nehmen wir das Ding mal. Ich will es einmal testen. Das muss doch irgendwann mal irgendwas bringen. Da geht's nicht weiter, okay. Moment. Guten Tag. Ich grüße Sie. Dong. Okay. Ich liebe diese fliegenden Gegner. Die fliegenden Gegner sind einer der besten Gegnertypen, die ich je in so einem Spiel gesehen habe, muss ich sagen. Die sind so schnell und die fliegen so komisch gruselig. Sieht richtig gut aus. Sieht richtig, richtig gut aus und sind sehr spooky. Okay. Was gibt es noch für Half-Life 2 Horror-Mods oder Half-Life 1 Horror-Mods, die ich alle nochmal nachholen muss? Nightmare House muss ich auf jeden Fall nochmal nachholen. Das habe ich nämlich wirklich vor Ewigkeiten gespielt. Das sollte man vielleicht nochmal neu machen. Was gab es denn sonst noch so? Ich weiß, Underhill soll sehr gut sein, aber ich glaube, es ist ultra lang. Vielleicht ein bisschen zu lang für einen Einteiler. Vor allem hat es, glaube ich, 90% Action-Sequenzen, aber die Horror-Sequenzen sind halt sehr gut. Darüber könnte ich vielleicht mal ein anderes Video machen, wo ich ja vielleicht nur die guten Szenen, die Horror-Szenen zeige oder so. Ah, Alter! Wow, okay. Fuck. Okay. Uiuiui. Oh, die Viecher sind großartig, Mann. Geniale Gegner. Ich lieb's. Okay. Warte, das stirbt daran nicht. One-Shot. Alter. Okay. Ist das Messer? Das Messer war die erste Waffe, die wir hatten, oder? Nee, war sie gar nicht. Ist sie gut? Reichweite. Aua, okay. Aua. Irgendwas anderes. Nein! Was habe ich genommen? Habe ich ein Healing genommen? Fucken. Oh no. Oh no. Okay. Dann nochmal. Okay, für die Fliegendinger nehme ich das Ding. Wo ist der? Da. Alright. Archives. Third floor. Das ist sehr gut gemacht. Weil er liest dann wirklich alles schnell durch. Kleine, schöne, detaillierte Sache, ja?
Okay. Ich finde das Spiel bis jetzt wirklich... Ich habe es halt wirklich nur so ganz, ganz, ganz wenig in Erinnerung gehabt. So ein paar Szenen. Die Szenen da, wo das Mädchen auch in der Mitte liegt und die Köpfe um ihn herum sind, die wusste ich noch den Anfang ein ganz bisschen. Aber ist halt wirklich 8 Jahre her und ich glaube, ich habe es auch nie wirklich ganz gesehen. Wahrscheinlich so halb beim Einschlafen, wie es ja damals immer war. Schön die Videos runterladen, damit man sie, wenn man kein WLAN hat, auf dem Handy noch gucken kann. Und damals war es auf meinem iPod Touch noch. Ich habe die mal vom PC aus auf mein iPod Touch runtergeladen. Und dann gab es halt nachts kein Internet, weil man soll ja schlafen, das ist ja Schule. Dann habe ich mir immer so 15 Projekte von PewDiePie runtergeladen pro Nacht und so 5 Stunden lang noch irgendwie Videos geguckt. Und dann natürlich, wie man es macht, natürlich in die Schule gegangen und nicht zu Hause geblieben. Weil wer macht denn sowas? Das geht ja nicht. Das wäre ja ganz schlimm. Und Markiplier. Markiplier und PewDiePie waren echt... Ach du Scheiße. Und davor auch noch Betagott, lustigerweise. Ich glaube, das war der einzige deutsche Horror-Let's Player, den ich jemals gesehen habe. Falls einer von euch den kennt, lasst bei dem mal liebe Grüße da. Und, oh, ey, so gut. Der war, glaube ich, eine meiner ersten Horror-Inspirationen, könnte man sagen. Goddammit. Bam. Bam. Okay, der Hund ist scheiße. Wie mache ich den Hund? Eine Pistole. Dreckshund, Alter. Komm her. Fucking! Ich hasse die Dinger. Die sind böse. Die sind echt böse. Okay, speichern wieder. Ich muss sagen, ich finde, das hier ist tatsächlich nach Cry of Fear das Beste. Okay, Lost in Vivo natürlich auch. Aber es ist eines der besten Games in dem Genre hier, finde ich. Es ist sehr, 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 sehr gut. Ich bin gespannt, wie es endet. Und bis jetzt die Bewertung zwischen einer 8 und 9 tatsächlich. Tendiert sehr weit nach oben. Das Monster-Design auch, ne? Geil. Einfach geil. Ich meine, natürlich ist es vielleicht nicht so super gut gealtert, aber die Dinger sehen jetzt ein bisschen unspooky aus. Ist das ein Code? 49823? Maybe? Ich weiß nicht. Welche Waffe ist das? Eine Pistole, okay. 49823. Tolle Scheiße nicht, hier kommt da irgendwo was. Irgendwo bricht was durch. Nein? Okay. Alright. Ah. 4, 9, 8, 2, 3. Dankeschön. Nett von dir. Okay. Ich meine, normalerweise in so einem Spiel bedeuten ja alle Gegner irgendwas genauso, aber ich glaube hier nicht ganz unbedingt. Oh Gott, 265206. Da mache ich mir mal ein Foto von, das ist mir ein bisschen zu lang. Uno momento. Da. Mach nur ein Foto von, ein schönes. So gefällt mir das. So ist das geil. Okay. Also ich muss sagen, ich dachte, mich wird das Spiel aus der heutigen Sicht ein bisschen enttäuschen. Ich dachte nicht, dass es noch so krass wäre, aber ich finde es immer noch richtig, richtig gut. Vor allem hat es nicht so viele Jumpscares, wie ich dachte. Cry of Fear war ein bisschen jumpscariger und hat mit den Gegnern ein bisschen mehr übertrieben als hier. Ich meine, hier ist teilweise echt schwer, aber es ist eine sehr, sehr angenehme Balance. Okay, was soll ich damit machen? Warte. Was war das? I don't like that. Okay. Hat irgendwas verändert hier unten? Okay, wofür ist der Code denn jetzt da? Kennt ihr irgendwie den dritten Stock? Ich glaube nicht, ne? Ich habe auch scheiße wenig Leben, Mann. Eieiei. Ich glaube, hier ist nichts. Hier vielleicht? Ich schnell mal nachgucken, ich weiß gar nicht. Das sind Batterien, ne? Aber welche Batterien? Die Batterien? Ne, nicht die Batterien. Okay, vielleicht soll ich erstmal das Ding nehmen. Ich meine, die Waffe ist nicht schlecht. Wenn ich Zeit habe, also hier in dem Gebiet scheint es ganz gut zu sein. Wenn ich wirklich ein bisschen timen kann, dann ist es schon echt gut. Vor allem gegen die fliegenden Viecher.
Okay, muss ich vielleicht einfach in der gleichen Tür das, den Code eingeben? Hier irgendwas, Mann. Extra Room. Es wäre cool, wenn das wirklich so funktionieren würde. Naja, ich kann nicht mal so viele Dinger da eingeben. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie viel Schuss ich habe. Das könnte jetzt richtig schlecht enden. Wenn ich jetzt nicht genug habe, mittendrin. So ein Sprungding hundertprozentig, oder? Ja. Kann ich da rein? Shortcut, I guess. Okay, ich kann nicht wieder hoch. Es wäre jetzt hundertprozentig irgendwas passiert. Wenn ich jetzt wieder hinten reingehe, kommt da irgendwas. Aber bis jetzt war das Spiel nicht so. Bis jetzt war das Spiel sehr selten so fies, dass irgendwas passiert, wenn ich einen Weg zum zweiten Mal gehe oder so. Vielleicht war das in Half-Life schwer reinzumodden oder so, ich weiß nicht. Okay. Ich kann mich damit glaube ich noch mal einmal heilen, ne? Theoretisch. Achso, ich muss ja nicht mal. Sehr gut. Die kann ich kaputt schlagen? Okay. Was haben wir denn hier oben? Ach du Scheiße. Okay. Ich hasse die Viecher. Aber ich sollte eigentlich wahrscheinlich für die ein Messer nehmen. Oho! Mit dem Messer geht es anscheinend besser. Hat das Messer mehr Range? Oh, fuck, ey, das Gebiet. Sieht nicht schön aus. Okay, da geht's nicht lang. Was spielst du so mit dem Messer rum, Freund? Okay, finden wir ein bisschen mehr Licht. Das ist gut. Okay, du bist relativ ungefährlich, ne? Ja, du bist relativ ungefährlich. Okay. Damn it! They must have moved everything to the basement during construction. Fuck you. Basement, das ist ja schön. Es fehlen irgendwie noch ein paar Puppen, oder? Ich will ein paar Puppen haben. Hallo. Was ist das? Hier. Ich weiß nicht, was ich gerade bekommen habe. Batterie? Ja, da war eine Batterie, glaube ich. Ja, eine volle Batterie hier schon. Okay. Also straight runter wieder. Hier durch? Nee. Irgendwas passiert auf dem Weg nach unten, oder? Soll ich überhaupt runter? Das wirkt nicht so. Da oben muss da irgendwas sein. Okay, ich muss den detaillierten Report über Patient Babar finden, ja, ja. Über meinen angeblichen Dad. Ich glaube aber nicht, dass es mein Dad ist, weil was soll mein scheiß Dad hier mit der Story zu tun haben? Es wirkt nicht so. Wahrscheinlich geht es wirklich um uns, oder? Und nicht unseren Dad. Und da steht dann drin, dass wir unsere Tochter getötet haben oder irgendwas in der Richtung. Was man sich halt eigentlich schon denken kann zum Zeitpunkt hier. Aber wer weiß. Wer weiß. Okay. Was ist denn hier drin gewesen? Nix. Was ist das hier? Nerviges Haar hängt mir am Arm. Sehr schön. Ah. Wow, okay. Dritten Flur renovieren. Bla 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 bla. X-Ray, ja. Viele Sachen wurden nach unten gebracht. Ah. Hole in the storage room that leads to the basement. Okay, gut, dann weiß ich das jetzt. Ich muss in den Storage Room. Der wohl irgendwo unten war. Eieiei. Okay. Ich werde übrigens definitiv demnächst Afraid of Monsters nochmal neu machen. Weil jetzt, wo ich das hier gerade sehe, es macht so Spaß. Ich liebe dieses Horror-Genre so sehr, ne? Ist einfach geil. Kann ich nachladen? Nein, kann ich nicht. Okay, ich nehme mal den Bohrer. Ich vertraue dem gerade. Storage Room.
Ach, wahrscheinlich, weil ich... deswegen habe ich die Batterie bekommen, ne? Damit ich im Storage Room durch den Boden durchbohren kann, denke ich. Das wird sein. Documents. Exam Room. Locker. Wo ist denn der Storage? Was ist hier der Storage Room? Oh, was hier? Das wird nicht hier gewesen sein, aber. Hätte ich kaputt schlagen? Nein. Wo ist denn der Storage Room? The fuck? Kann ich nichts machen. Store Room? Hat das gemeint? Oh, hallo. Sieht nicht so aus, wie er was wäre. Das sieht nicht so aus. Wo ist denn fucking Storage? Oh, hier war da irgendwo ein. Warte mal, hier stand es eigentlich drauf. Was? Documents, meinst du das? Oder war hier nebenan Storage Room? Oh, nett. Das nehme ich gerne. Should have first. Achso, oh. Ich dachte, ein scheiß Plakat an der Wand, aber nö, das nehme ich natürlich auch. Okay, volles Leben ist nicht schlecht. Ich speichere mal. Das läuft heute überraschend gut. Okay, welcher Raum kann denn gemeint sein? Nee. War hier noch irgendwas? Nö. Ich bin verwirrt. Documents gingen nicht auf, ne? Ja. Okay, ist irgendwas. Ich meine, warum soll denn was aus dem Stockwerk ins Basement führen? Das muss ja super weit runterfallen. Vielleicht doch? Bäh, wird's nicht sein. Das wird auch nicht sein. Das wird auch nicht sein. Pharmacy. Das ist. Ne, das hat nichts zu bedeuten. Es muss irgendwie ein Loch im Boden sein. Special Chemicals. Okay, I don't get it. Oder doch oben? Vielleicht ist es ein ewig weit runterfällt? Das wäre aber auch komisch. Das wäre auch sehr komisch. Aber das hier mag ich an diesen super alten, an dieser Art von Horror-Game. Du musst so oft einfach rumlaufen. Und ich kann mich daran erinnern, ich glaube bei der Cry of Fear PewDiePie bei dem Projekt ist er teilweise irgendwie 2-3 Folgen nur rumgelaufen und Sachen gesucht. Und das gehört halt immer dazu, dass man immer nicht genau weiß, wo man hin muss, so unbedingt. Man muss viel rumsuchen. Es sieht nicht aus, ob es hier wäre. Nee. Aber ich guck mal auf das Bild. Weil das Bild sah farblich aus, ob es in der Ebene hier sein müsste. Weil das ist so runtergekommen hier. Die anderen Sachen passen da nicht wirklich. Gucken wir uns mal an. Können wir nicht nochmal angucken? Okay, weiße, das sieht schon aus, ob es hier sein könnte. What the fuck, Mann? Warte, ich kann schon mal. Nee, das ist. Oh, ich muss aber durchschlagen. Das ist doch unten. Das war unten unter der Treppe. Wahrscheinlich muss ich einfach auf den Boden einschlagen. Na gut. Das ist überraschend cool. Wenn das wirklich jetzt so ist. Machen wir wieder hier lang. Komm, mach jetzt. Warte, man kann einfach laden, oder? Wo war ich denn? Ja. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas gemacht habe seitdem. Ja, ist ganz unten. Ist gut. Okay. Jetzt müsste der Raum da sein. Nehmen wir das fette Ding und schlagen einfach auf den Boden ein. Ja, wahrscheinlich ist genau hier, ne? Ja, cool. Sehr, sehr cool. Gefällt mir. Okay, ich kann aber was nehmen, was ich ein bisschen schneller benutzen kann vielleicht. Sehr cool. Gefällt mir. Ach du Scheiße. Na gut. Viel Glück. Klingt im Weg. Die Informationen, die ich gefunden habe, waren unerwartet. Okay, Mutter hat mich zu einem Hospital gebracht, wo
Vater mal gefangen war, körperlich und im Geist. Sein Wahnsinn, wie sie es genannt haben, bedeutet, dass er niemals wieder ein normales Leben leben könnte. Okay. Okay, also vielleicht doch unser Vater. Das wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Wieder. Lass das. Ja. Okay. Alright. Ach du Scheiße. Eins. Zwei. Nee, Moment. Könnte das der Code sein, den ich eben... Nee, da war ein 0 dabei, das kann nicht sein. 2... 3... 4... 5... Ist das überhaupt das, was ich machen soll? Die der Reihenfolge nach abgehen? 6... Simpel. War das richtig? Scheint so. Okay. Sehr gut. Habe ich jetzt alle Türen aufgemacht? Habe ich jetzt auch gemacht? Okay. Mir gefällt das Gebiet hier nicht wirklich. Ein sehr unangenehmes Gebiet. Ach du Scheiße. Entschuldigung. Ach, die Kacke wieder. Das ist sehr gut. Ist hier nichts drin? Nö. Okay. Puppe oben oder so? Nein. Gut. Ja! Oh. Ohoho. Der war gut. Du bist scheiße. Eieiei, der hat mich erwischt. Der hat mich sehr gut erwischt. Okay, das kann ich kaputt machen. Dass hier nie ein Gegner drin war in der Kiste, ne? To close this area off. Korrekt. Was dahinter? Okay, gucken wir erstmal hier. Resident Evil Pflanze, sehr schön. Wie, hier ist einfach nichts. Ah, achso, okay. Man sieht sich. Ist er hier drin? Ja. Lichter. Ich finde, die Lichter sind ja im Endeffekt nicht mal wichtig, aber es ist einfach nur, damit man sich nicht so beschissen fühlt. Ich hoffe, ich kann finden, wo sie die Files bewegen. Du findest deine Antworten. Alles ist okay, okay. Danke. Eieiei. Okay, das war knapp. Was will ich haben für eine Waffe? Ich weiß es nicht. Ich hab den Drill. Okay, ich glaube, es macht sehr viel Damage, sobald man einmal drückt. Ich glaube, ich sollte nicht gedrückt halten, sondern einfach ganz oft spammen damit. Ich möchte noch Sachen aufmachen. Irgendwas vor mir spawnt. Ist doch eh nie was drin, oder? Ist ein sehr langer, komischer Gang. My little Anita. Oh, great. I'm sorry. I had to do it. No, 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 no! You're safe now. You're safe now. You're safe. You're safe. Everything is going to be okay. Okay. What? Why? Why? Das ist doch niemals das Ende. I don't get it.
Was muss man fürs richtige Ende? Man muss es auf schwer spielen fürs richtige Ende? Uff. Boah, das könnte aber echt tough sein, ne? Also, alles voll in Ordnung, aber der eine Bosskampf auf schwer ist doch schrecklich. Okay, ich will wissen, was habe ich jetzt... Achso, ich muss das durchlaufen lassen, ne? Oh, ey, der eine Bosskampf auf schwer wird doch schrecklich. Okay, mache ich das? Möglicherweise mache ich die Tage mal und zeige einfach nur das Ende oder sowas. Warte, hier, was steht hier? Hier, Inspirations. Silent Hill, Jacob's Ladder, Condemned. Ja. Okay. Ich hätte ein paar mehr Sachen gedacht. Aber passt natürlich auch. Eieiei, okay. Sehr, sehr, sehr stranges Ende. Ich weiß, es ist nicht das richtige Ende. Ich weiß, man muss das richtige Ende auf schwer durchspielen. Aber ich dachte, es wäre zumindest ein bisschen befriedigender hier. Weil so ist ja schon wirklich sehr fies. Einfach nur, ja, okay, du bist halt für immer hier drin gefangen. Bye, bye, see ya. Nice. Was für eine Bewertung ist das? Schwierig. Die Story ist halt ein bisschen... ich finde, die Story ist ein bisschen lame. Also ich bin mir sicher, ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber ich glaube, da ist jetzt auch nicht so eine ultra-diepe, komplexe Story hinter. Das ist, glaube ich, eine relativ standardmäßige... Man lebt die Schuld durch und das, was... Die Sachen werden nicht alle visualisiert und sowas. Das machen die anderen Games in Richtung ein bisschen komplexer und ein bisschen cooler meistens. Also kein Cry of Fear, was die Story und sowas angeht. Hardcore Mode und Challenge Maps. Play Hardcore von New Enemies, Modified Maps, New Ending. Ja. Eigentlich müsste ich das ja machen, ne? Ich glaube, ich mach's. Ich glaube, ich mach das mal in der nächsten Woche oder sowas. Es ist halt schon ein sehr gutes Spiel. Und ich habe da eigentlich auch Bock drauf, so Hardcore zu spielen. Oh, nur der eine Bosskampf, der wird ja richtig, richtig schlimm. Der wird ja richtig schlimm. Außer die haben wirklich einen abgeändert. Okay, guck, was jetzt hier steht. Kann ich aus dem Hard. Ist der Anfang direkt anders? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich meine, man kann Hard doch nur spielen, wenn man schon mal durchgespielt hat. Ist wirklich direkt der gleiche Anfang nochmal? Okay, ist anscheinend direkt der gleiche Anfang nochmal. Okay, whatever. Ich bin jetzt Hauptmenü noch. Egal, whatever. Okay, Grey. Der Horrorfaktor ist sehr geil. Die Atmosphäre ist großartig. Vor allem so die erste halbe Stunde gibt es ja keinen 10 Gegner oder sowas. Es dauert richtig lange, bis irgendwas kommt. Das machen die so gut. Die Waffen sind richtig cool horrormäßig, finde ich. Es hat einen richtig coolen Horrorflair. Den fucking Drill, Alter. Die Gegner sehen genial aus. Das Leveldesign ist cool. Rätsel gibt es jetzt ja nicht wirklich. Ist immer nur Sachen suchen eigentlich. Also irgendwo man halt weiter muss. Es ist sehr Afraid of Monsterig, finde ich. Monsterig. Ich finde es geil. Das ist eine 8,5 von mir. Ich muss eine 8,5 geben. Aber auch wahrscheinlich, weil ich hiermit sehr viel verbinde. Das hat so genau die Art von Horror gegeben, die ich damals großartig fand. Ich kann es verstehen, wenn ein paar von euch eine 7 oder sowas geben, aber für mich ist es eine 8,5. Ich liebe diesen Ultra-Hardcore-Faktor. Dass man das fucking Kind da tot getrillt hat. Das ist... Ah, das ist cool. Das ist dieses Cry-of-Fearige, wo man einfach denkt, ey, fuck it. Es ist irgendeine Mod für ein Game. Ich muss das Spiel niemals irgendwem verkaufen oder sowas. Ich kann da reinpacken, was ich will. Who gives a shit? Ich mach irgendeinen kranken Scheiß da rein. Oh, diese fliegenden Gegner waren auch so gut. Der eine Bosskampf war mies. Der hat echt keinen Spaß gemacht, muss man sagen. Da hat man gemerkt, dass es nur eine Mod war, weil man konnte die Sachen auf dem Boden nicht immer direkt aufheben. Man hat die Gegner nicht immer dann gehittet, wenn man dachte. Es hat sich nicht so schön gespielt und dann ein bisschen was weggenommen von der Atmosphäre. Da hätten sie vielleicht einfach ein paar weniger von den Sprungviechern reinmachen sollen. Das war ein bisschen nervig. Hätte es auch nicht gebraucht, finde ich, einen Bosskampf. Das Spiel hätte keinen Bosskampf gebraucht. Man hätte die Szenen einfach skippen können und vielleicht am Ende einen anderen Bosskampf machen können. Irgendwas ein bisschen anderes. Aber ist schon ein sehr geiles Spiel. Ist auch sehr gut gealtert, finde ich. Spielt sich immer noch sehr gut. Ich mache nächste Woche nochmal das Hardcore-Ende. Vielleicht passe ich da ja dann die Bewertung noch ein bisschen an. Aber so die Erfahrung ist für mich eine 8,5. Ich bin gespannt, ob sich noch ändert. Vielleicht zu einer 8, vielleicht zu einer 9, muss ich mal sehen. Ich finde das Ende ein bisschen enttäuschend, aber es ist halt auch nicht das richtige Ende. Deswegen eine 8,5, die ich ein bisschen offen lasse. Ich werde nochmal eine Bewertung geben, wie ich das Hardcore-Ding gemacht habe. Puh. Das könnte aber auch sehr anstrengend werden. Gut. Schreibt in die Kommentare, was ihr bis jetzt im Spiel haltet. Dann sehen wir uns morgen zum nächsten Video wieder. Minecraft, bis dahin. Bye, bye.